Er hat dieses angenommen und die Menschen im Gefängnis haben einen Uli Hoeneß kennengelernt, mit dem sie nicht gerechnet haben. Die haben gedacht, das ist der große Hoeneß, der hier einzieht und vielleicht benimmt er sich arrogant oder was weiß ich, was sie sich vorgestellt haben. Das ist alles nicht passiert. Er hat dieses angenommen, was dann notwendig war, und er hat sich dementsprechend hervorragend verhalten. Trotzdem ist es ein ganz, ganz hartes Leben natürlich. Aber er sagt, vielleicht hat es ihm einige zusätzliche Jährchen beschert, weil er ist auf Diät und er ist in einer Verfassung, wie ich ihn nie erlebt habe. Ich meine, wir haben ihn gesehen, Ottmar Hitzfeld und ich, wir haben ihn besucht und haben unabhängig voneinander gesagt, was ist denn? Planst du eine Rückkehr auf den Fußballplatz und so weiter? So fit ist er fast.